Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Sim Airport mit einer Draufsicht auf, zu und aus, unseren wunderbaren kleinen Flughafen. Kleines Gut. Vorher fing er hier oben an, ging hier rein, das war der Sicherheitsbereich, jetzt ist er hier unten. Und wurde geschrieben, hier, dein Sicherheitsbereich ist jetzt ja nur marginal größer. Ey Leute, das hier war der vorher, ja, ID-Check, drei Tische, ein paar Körperscanner und das ist der Sicherheitsbereich jetzt. Hier staut sich fast gar nichts. Also von daher, alles top. Die Sitzgruppen funktioniert auch gut. Solche Sachen wie Kaffee oder so, das würde ich vielleicht im hinteren Bereich vielleicht mal bauen. Je nachdem, wie wir dieses Terminal hier aufbauen. Wir haben ja hier den Baggage Claim und andere Dinge. Ich muss jetzt mal kurz gucken, das sind Passenger-Busse. Mich interessiert auch, wie es laufen wird, wenn... Ich müsste mal die Delivery Zone... Delivery. Wir machen mal auch Garbage kleiner. Ziehen dann Garbage auf diese Seite. Ich möchte eigentlich, dass hier rangefahren wird. Wir schauen mal, ob das klappt. Ja, dass sich die ganzen Fahrzeuge hier weniger blocken. So, und wir haben jetzt wieder einiges an Kohle eingenommen. Das heißt, wir gucken jetzt mal ganz kurz auf die Forschung. Das sind die ganzen Bankloans, die brauche ich eigentlich zurzeit nicht. Wir könnten die Land Expansion kaufen. Dann könnten wir uns nach links oder nach oben oder nach unten erweitern. Standby Gates haben wir nämlich schon. Und wir hätten auch Möglichkeit, Multi-Lane Access zu erforschen. Das würde unsere Straße auf zwei Linien erweitern. Wie auch immer. Die Busse könnten wir auch erweitern. Aber das hier ist gut. Hiermit können wir unsere Busse nämlich einordnen. Das erforsche ich jetzt. Hier können wir dann nämlich ordnen, wie die fahren sollen, schätze ich. Und müssen es nicht so versuchen. Sehr, sehr gut. Im Moment fahren die Busse nämlich immer recht gut. Die fahren da oben rauf. Bringen die Leute mit und es geht weiter. Aber ich hätte gerne den die Arrival Zone... Vielleicht wäre Arrival Pickup auch besser hinter dem Drop-Off. Nur mal so. Dann würde nämlich Drop-Off immer durchfahren. Die hinten würde ich aufpicken. Das heißt, die müssten dann hier oben an der Kreuzung nicht warten. Mal schauen. Vielleicht wäre das so eine Idee. Okay, jetzt mal genug geschnackt. Flugzeuge funktionieren alle einwandfrei. Wir gucken jetzt mal ganz kurz hier auf unsere Liste. Nur zum Schluss haben wir eine Lücke, die sich offenbart. Ich könnte das vielleicht ein bisschen vorziehen, aber grundsätzlich geht das gerade nicht anders. Die Gates werden halt gut genutzt, die drei Gates. Und bringen auch gut Geld rein. Schlecht geht's allen zurzeit, weil ihnen langweilig ist und weil sie frustriert sind. Frustriert wegen des langen Weges oder weil es hier nicht so schön ist? Ich habe keine Ahnung, woran das wohl liegen mag. Ich weiß es nicht. Gut, also, wir müssen uns jetzt erstmal darum kümmern, dass wir das hier alles ein bisschen flughafenmäßiger bauen. Ich möchte eigentlich, dass im hinteren Bereich, wenn es dann hier durchgeht, dass hier in diesem Bereich dann der Essensbereich kommt. Und dann geht es hier hoch zum Flugsteig A und hier runter zum Flugsteig B und dann geht es nach hinten durch und dann können wir es erweitern. Das heißt, hier soll eigentlich das hier sein. Also soll vielleicht... Ist ein bisschen schwer umzusetzen, weil die Leute ja auch schließlich an den Gates ein bisschen essen wollen. Aber so ein Café, es sieht zwar schön aus, aber genau neben einem Gate ein Café haben, ist eher selten der Fall. Es ist meistens gegenüber in irgendwelchen Essensbereichen. Das müssen wir jetzt ein bisschen anders timen. Wir brauchen auch eventuell bald ein weiteres Gate. Genug Platz haben wir ja. Ich mache jetzt hier mal eine Foundation draus. Ja, das lassen wir erstmal. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. Es ist ja jetzt Gott sei Dank soweit, dass für unsere Reisenden hier alles... Es ist schon zu spät, sodass hier nicht mehr groß Reisende rumrennen. Und falsch laufen können. So. Jetzt gehen wir ja wieder hier rein, wählen uns die Wand aus.
Mach mal so. Und hier oben hatte ich jetzt eine Lücke von 4 gelassen. Eine Wand von 4. Das war auch 4. Das heißt, hier muss noch eine hin. Und dann können wir da auch Türen nämlich jetzt benutzen. Das ist jetzt nämlich kein großes Problem mehr. Das sollte eigentlich funktionieren. Ich sage mit Absicht eigentlich, weil dieses Spiel nochmal ein paar eigenwillige Eigenschaften zeigt. Deswegen müssen wir mal gucken, ob das mit den Türen dann auch funktioniert, dass das alles gut abgegrenzt wird. So, so sieht es doch schon schöner aus. Ein bisschen Geld für ausgegeben, aber das ist ja nicht so schlimm. So, es ist jetzt gerade Nachtzeit. Die Research-Geschichte ist schon auf 15% angestiegen. Wir lassen das mal schneller laufen. So, die Passagiere sind wieder da, die ersten. Und die ersten quatschen hier. Ein paar wollen auch schon zur Security. Begleiten wir doch einfach mal den Passenger hier. Hat sein Gepäck in die Schale gelegt. Das müssten sie noch animieren, dass das da auch wirklich drin liegt. Es gibt einen Körperscanner, hat alles funktioniert. Und er geht durch die Tür und jetzt steht er erstmal im Nichts und wundert sich. Und genau deswegen, ist gut, dass man das mal so ein bisschen abgeht, bräuchten wir hier jetzt Flight Informations. Das heißt, jeweils pro Tür 2 Flight Informations auf der Höhe. Dahinter dann auch wieder die Möglichkeit, sich erstmal zu setzen. Und natürlich kommen hier auch Mülleimer hin. So. Gehen wir auf Dekor. Denn wir können hier ja jetzt auch ein bisschen das alles ein bisschen schicker machen. So. Und so. So, das heißt, es ist A schöner und B können sich die Leute hier besser orientieren. Und wir sehen, der Sicherheitscheck ist morgens. Also ist jetzt schon um 3 Uhr schon ordentlich voll, weil die Leute jetzt schon alle kommen. Ja gut, der erste planmäßige Flug geht ja auch raus um 6. Das heißt, um 5 ist Boarding circa. 2 Stunden vorher sollte man so ein bisschen zum Flughafen fahren. Ja, okay. Einige sind ziemlich früh dran. Die hauen sich jetzt hier schon den Kaffee rein. Ist bestimmt businessmäßig unterwegs, einige. Aber gut, so lassen wir das mal durchgehen, ne? Ja, ich habe jetzt nicht gesehen, wie der Müll abtransportiert wurde. Schlecht von mir, schlecht. Hätte ich in der Nacht mal checken sollen. Boah, und jetzt wird hier wieder ein Riesenbus. Stößt hier wieder ganz viele Menschen aus, die alle dann reingehen. Und einchecken. Ich könnte hier natürlich auch eine Warteschleife bauen, aber das klappt auch ohne. Also dieser Check-in, auch wenn jetzt hier sehr... Ich bin halt gespannt, was passiert, wenn es so viele sind, dass die sich dann so ein bisschen stauen vorher, ne? Das wird dann recht interessant, weil hier oben ist es wirklich eng. Ich bin am Überlegen, ob ich diesen ganzen Flugsteig etwas breiter baue. Das heißt, dieses Café nach unten versetze, den Flugsteig vergrößere, insgesamt vergrößere. Dass ich einfach nur alles nach unten schiebe, weil es ist ein Riesentumult und die Leute sind eng an eng. Ich weiß nicht, ob die das so gut finden und der Ausgang ist wirklich ziemlich... Ja, der ist wirklich schlimm. Also schön ist der nicht. Deswegen muss ich den Platz, brauchen wir hier auf jeden Fall. Wir haben zwar die Toilette, die würde ich gerne eigentlich auch mal abspeichern, aber ich kann ja nicht sagen, ich mache einen Blueprint da draus. Das hoffe ich geht später irgendwann mal. Sonst muss man das nämlich alles manuell so bauen. Ich zeige das euch nochmal. So habe ich die Toilette gebaut. Falls ihr das mal nachbauen wollt, könnt ihr ja stoppen. Im Übrigen nutze ich jetzt mal ganz kurz hier in dieser Folge eine kleine... Ja, wie soll man das... Soll man das Promotion nennen? Ich weiß es nicht. Ich stehe im guten Kontakt zu natürlich anderen YouTubern auch.
und habe da eine Empfehlung für euch. Wenn ihr auf diese Art von Spielen steht, wie Sim Airport und auch Academia, School Simulator und so weiter und so fort, dann schaut mal auf meiner Kanalseite auf den Dr. Wolfs Herz rechts. Da könnt ihr mal draufklicken. Der spielt ähnliche Spiele und ja, ich weiß nicht, ich würde euch den gerne mal empfehlen. Also es macht Spaß mit ihm und ich habe auch mir ein paar Tipps geholt für meinen Flughafen bei ihm. Und ich glaube, er hat sich bei mir auch wegen der Toilette, glaube ich, einen kleinen Tipp geholt. Mal gucken. Aber da wollte ich euch das mal empfehlen. Da könnt ihr mal reinschauen. So, und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier so ein bisschen Boden reinbringen. Wir können ja hier... Das ist jetzt ja hier... Das ist der Sicherheitsbereich. Also das ist ein Transit-Flugsicherheitsbereich. Der wiederum... Der soll ja den Leuten Spaß machen, ne? Ich baue jetzt hier mal andere Böden. Ich möchte mal gucken, wie die aussehen. Schauen wir einfach mal, wenn die Bauarbeiter kommen. Wir haben hier oben jetzt, glaube ich, die Mauer gebaut. Die können wir auch mal kurz entfernen. So, dass der Weg ein bisschen breiter wird. Dann gehen wir auf Floors und dann wählen wir wieder unseren unglaublich schönen blauen Fliesenboden aus. Der im Moment noch unser Boden ist im Terminal. Das sieht ja schick aus, oder? Das sieht schön aus. Das hat was. Ja, was meint ihr? Das schreibt ihr mir mal rein. Das mache ich jetzt nämlich nicht. Der Boden. Soll der Boden im Flughafen gleich sein? Oder soll ich den hinteren Teil jetzt, den Transitbereich, so blau lassen? Oder wollen wir den farblich anders gestalten? Da schreibt mir doch mal eure Meinung rein. Das würde mich sehr interessieren. So, und jetzt hier ist ein Delivery-LKW, glaube ich. Supply Truck. Und der macht genau das, was ich vorhatte. Er hält nämlich auf der Seite. Und ich glaube, das macht der Garbage auch, sodass die anderen drum rumfahren können. Perfekt. So soll das sein. Okay, aber Planung. Wir brauchen ein weiteres Gate für mehr Geldeinnahmen, denn wir haben ganz schön Ausgaben zurzeit. Und da wählen wir jetzt erstmal wieder unseren Zaun, den ich erstmal jetzt wieder großzügig baue. Und dann entfernen wir den inneren Zaunbereich und dann können wir ohne Probleme nämlich bauen. Das müssen wir so machen. Ich glaube, die hier, also den Umsatz machen diese Cafés echt kaum. Zumindest nicht in diesem Bereich. Ja? Also ein bisschen nehmen sie zwar ein, aber ich... Gut, der größte Aufenthaltsbereich ist immer Wartebereich für die Flüge. Aber hier kommen auch so früh Leute rein. Nehmen die Dinger denn auch was ein? Und die? Ein bisschen haben sie eingenommen. Seht ihr, es ist nie so voll. Im Moment ist es noch nicht so voll, dass wir unbedingt Wartebereiche hier reinbauen müssen. Schön wäre auch... Oh, stuck. Wie stuck. Wie ihr seid stuck. Stucked. Send home. Send home. Oh, hier. Sitzgruppe wird benutzt. Seht ihr? Seht ihr's? Das ist es. Das ist es. Das ist das Anzeichen dafür, dass es geht. Ja? Mann, ist das Café voll. Okay. Ja, das ist alles ziemlich, ziemlich groß. So. Und wir sehen ja, dass der Zaun jetzt gerade gebaut wird. Der Zaun ist jetzt fertig. Das bedeutet, wir nehmen den Inneren wieder weg. So. Nehmt ihn weg. Das heißt, die nächste Foundation ziehe ich hier lang. Hier kommt das nächste Gate ran mit weiteren Flügen. Und dann wird es voll. Dann wird es richtig voll. Und alle weiteren Einnahmen müssen wir dann in die Verbreiterung des Flugsteigs A nehmen. Ganz, ganz wichtig. Also erstmal kurz ausrechnen. Wenn ich hier die Foundation lang... Okay. Machen wir anders. Wir brauchen natürlich das XL-Gate. Bam. Das bauen wir schon mal. Oh, Geld. Geldnot. Aber wir haben es erst morgens. Das ist gut. Das heißt, die ganzen Einnahmen, die kriegen wir jetzt auch. Das Geld soll gebaut werden und dann brauchen wir Foundation ausgewählt. Wenn wir es voll so bauen wollen, 135.000. Müssen wir jetzt erstmal hinsparen. Man kann, glaube ich, auch in der Zukunft irgendwann Busgates bauen außerhalb, die von Bussen dann befahren werden. Das interessiert mich dann auch noch. Mal gucken. Ja, ich weiß, dass hier was benötigt wird. Das haben wir ja alles noch nicht fertig.
So, die Maschine ist gestartet. Die Maschine ist gestartet. Die startet jetzt auch. Nachdem. Ja, die ist eine gelandet. Die startet jetzt auch durch. Wir haben jetzt wieder. Guck, und schon haben wir 18.000 drin. 19.000 weitere Maschinen landen. Je kleiner, desto weniger Einnahmen. Denn es wird für jeden Pax, also für jeden Reisenden, ja selbst gezahlt. Das Airline Interest ist zurzeit so ein bisschen gesunken. Am meisten interessiert ist Rexican, Galactic, WestJet. Die sind alle interessiert. Wir können im Übrigen eigene Airlines irgendwie einfügen. Mal gucken, ob wir das machen. Ich glaube, das sind sogar echte Airlines von einigen Leuten mittlerweile im Workshop. Das heißt, hier würde dann Lufthansa fliegen, Condor und wie sie alle heißen. Das wäre auch noch recht cool. Ja, gut, wenn die da so aussehen würden. Mal schauen, ob das auch schon umgesetzt wurde von einigen. So, aber wie ihr seht, Aufkommen ist derzeit alles ohne Probleme umsetzbar. Wie gesagt, schreibt mir mal bitte den Boden, wie wir es im Flugsteig machen sollen. Und dann können wir jetzt hier bald weitermachen. Das ist halt so eine Sache. So viel Geld nimmt man, meine ich, eben so ein. Jetzt sind wir zwar schon auf 60. 65. Wir haben ja derzeit auch noch nicht jetzt eingeschätzt, dass wir sagen, so, hier sollen jetzt nur große Maschinen landen. Ich kann natürlich für den morgigen Flug mal so ein bisschen unsere Gesamtflüge überarbeiten. Das heißt, wir gehen mal auf Airline Interest und schauen einfach mal. Ich ordne uns das jetzt mal vernünftig. So. Nein, Airline Interest, weg. Die Menüs sind noch so ein bisschen anstrengend. So, also. Sehr viel Interesse hat zum Beispiel hier die Rexican. Und die Rexican bietet uns, was bietet die uns denn so? Für den Morgen bietet sie uns eine Boeing 787. Da passen viele Leute drauf, für den Morgen. Das heißt, wir könnten diese Afford Airline mal rausnehmen. 205. Oder die hier, die nehmen wir raus. Remove. So. Jetzt nehmen wir für den Morning die. So, schon mal eine größere. Rexican. Euch mag ich. So, dann haben wir hier eine 787 nochmal. Für den Morgen. Das heißt, wir nehmen diese hier raus. Nehmen nochmal für den Morgen eine 787. Zack. Zweimal Rexican. Eure Sachen, eure Wünsche sind mir Befehl. So. 75, 180, 140. Juno Connect 313. Das ist eine kleine. Brauchen wir auch nicht. Nehmen wir von Rexican jetzt auch die Afternoon-Maschine. Auch eine größere. Mann, mit der Airline werde ich irgendwann richtig Big Friend. So. 90 wäre hier unten. Könnte man rausnehmen. 150, 180. Das wäre eigentlich nur noch die 90er. Und die wäre noch Afternoon fähig. Eine 707. 180 Passagiere für Afternoon. Und hier unten eine 787. 300. Ja, dann würde ich sagen, entfernen wir die 90er. Remove. Und nehmen die 787 und packen die hier rein. So. So. Jetzt haben wir einige große Maschinen, die wesentlich mehr, ja, Personen fassen. Und mehr Geld dadurch einnehmen für den nächsten Tag. So, was hier unten staut sich. Schaut euch das an. Was ist hier denn passiert? Oh, wir haben gerade keine guten Wind Conditions are worsening. Also der Wind macht uns zu schaffen zurzeit, aber Tendenz ist besser werdend. Hier sehen wir das. Hier hatten wir einen ziemlich großen Windgeschwindigkeit. 17 Uhr
Deswegen haben wir diese Wind Conditions auch gehabt. Ja, das ist alles okay. Es ist, hier haben ein bisschen Wartezeit. Hier wurde ein bisschen gewartet, dass die Maschinen ein bisschen brauchen. Aber grundsätzlich gab es da keine Probleme. So, wir sind auf 90.000 hoch. Wir können jetzt schon mal etwas Foundation dazu bauen. Gehen wir auf 85.000. Der nächste Tag bringt uns dann richtig Asche. Denn wir haben einige Airlines eingetauscht. Hier unten sehen wir, wie jetzt gebaut wird. Und zeitgleich sehen wir, wie die Aerostar abhebt. Die ging in die andere Richtung. Und jetzt geht hier hoch der Starflight. Der Starflight ist, soweit ich weiß, gecancelt für nächstes Mal. Genauso wie die hier. Pacific Airlines, der Airbus. Ich glaube, auch hier sind zu wenig Passagiere drauf. Das seht ihr jetzt. Der Finger geht ran und dann sehen wir mal, was hier alles aussteigt. Das natürlich wirkt es am Anfang recht viel. Aber schlussendlich. Na, wie viel waren das jetzt? Boarding startet gleich wieder. Und ihr seht, da steht auch nicht so viel an. So, 77. Das ist halt zu wenig. Das sind die Maschinen, die wir rausgenommen haben. Hier startet Boarding in 12 Minuten. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und hier auch nur 71. Das sind diese Maschinen, die wir rausgenommen haben. Wir brauchen da halt ein bisschen mehr. Das ist nun mal so. So, und für den Bereich bis hier brauchen wir nochmal 49.000. Ich weiß nicht, ob wir diese Summe noch erreichen jetzt. Mit den Fliegern, die wir jetzt hier rausgehen lassen. Die nochmal 1.000 zahlen pro Benutzung. Und die jetzt noch landen. Ich weiß gar nicht, landen überhaupt noch welche? Oder waren das nicht schon alle? Doch, ein paar landen noch. Hier sehen wir das. So, jetzt haben wir ein bisschen Kohle reingekriegt wieder. Das heißt, wir können die Foundation auch jetzt zu Ende bauen. Mit knappe 8.000 gehen wir dann jetzt in den Abend. Vielleicht 10. Vielleicht schaffen wir noch die 10 zum Schluss. Da kommen unsere Bauarbeiter, die den Bereich für das nächste Gate bauen. Für A4 umbenennen, bitte. Und A4... wird sich einreihen in unsere glorreichen Zeiten der wunderbaren Gates. So, mal ganz kurz diese Wände hier rausnehmen. Zack, Tür hier rein. Dann gehen wir jetzt noch auf unseren Gate-Ticket-Schalter, Gate Agents. Und ich baue das ja immer so, dass es ein bisschen schöner aussieht. Oh, not enough money. Echt jetzt? 1,5. Oha. Teuer. Teurer Spaß, diese Gate Agent Desks. Da müssen wir natürlich jetzt mal kurz warten, bis die nächsten Passagiere kommen. Und die nächsten Maschinen. Wir haben es ja jetzt schon eins. Also jetzt erwarte ich hier gleich schon den ersten Schwall, der jetzt hier aussteigt. Denn die kommen ja so früh. Oder? Nee, du bist einfach nur so rangefahren. Ja, jetzt haben wir schlechtes Wetter auch noch. Hier sind die ersten Passagiere. Sind jetzt im Flughafen. Bei miesem Wetter. Bei Minusgeldern. Das ist schlecht. Das ist gar nicht gut. Aber wir erwarten jetzt natürlich größere... Boah, größere Maschinen. 215 sind da teilweise drin. Hoi. Okay, wir nehmen damit mehr ein. Ich sag euch das, wir nehmen mehr ein. Hier kommt jetzt die erste Maschine, die geplant ist. Ist die Afford Airlines
eine B737, die ist etwas größer, die kommt jetzt in einer halben Stunde an. Und jetzt schaut euch in der Zeit, als ich jetzt nur kurz den Schnelldurchlauf halt anhatte, doch mal diesen Flughafen jetzt an. Wie fällt der jetzt schon aus? Ich meine, hier landet jetzt eine Maschine, die hören wir schon. Da ist sie gelandet. Wir haben Plusgelder. Wir können jetzt den Gate Agent Desk noch bauen. Und gehen jetzt mal ganz kurz an die Geschichte des Wartebereichs einmal ran. Wenn ich nochmal gesehen habe, wie wir den so gebaut haben. Eins, zwei Hügelchen. So. Das war der Wartebereich. Was ist denn Visual? Achso, dann kann ich das allgemein visuell machen. Alles klar. Das ist der Wartebereich. So, und jetzt gehen wir auf Komfort und begeben uns hier wieder in den Wie-darf-ich-sitzen-Bereich rein. Das heißt, hier kommen zwei Sitzbänke. Da landet jetzt hoffentlich eine Maschine und bringt mir wieder Geld ein. Ja. So. Sitzmöglichkeiten müssen gebaut werden. Wir brauchen jetzt hier Müll. Mülleimer. Die Flight Information wieder hier vor. Das halten wir so ein bisschen gleich. Daneben kommt eine kleine Blume. So, lassen wir das jetzt erstmal. Dann assignen wir mal diese Dinger zum Gate und das Ding auch zur Gepäckausgabe. Okay. Jetzt werden wir noch den Floor benötigen. So. Und so. So, das Gate ist fertig. Im nächsten Video packe ich da den Staff rein, die drei Mitarbeiter. Und dann führen wir im nächsten Video uns da die Flüge auf. Und ihr seht, es landen hier ganz andere Typen von Maschinen gerade. Und ihr seht, was hier gerade rumläuft. Die Gepäckausgabe kann das eventuell gar nicht mehr stemmen. Ab einem bestimmten Zeitpunkt. Genau deshalb werde ich auch in der nächsten Folge nicht nur die Flüge für das andere Gate präparieren. Nein, ich werde auch Baggage Claim Area hier unten, dieses, dort rein verlegen. Vorerst. Mit Einnahmen können wir natürlich immer ein bisschen spielen. Aber der Baggage Claim soll hier sein, der Ausgang ist hier oben. Wir werden hier unten ein Gate bauen, da kommt ein Baggage Claim hier hin und der Ausgang auch hier hin, dass sich da hier die Fahrzeuge so ein bisschen treffen. So, wir haben jetzt ja, ganz kurz noch. Wir haben jetzt ja das Control Panel eigentlich, ne? Ich soll das eigentlich jetzt steuern können. Ah ja. Transport, Runways, Transports, Buses. Schaut euch das an. Ich kann jetzt die Frequenzen ändern. Das überlegen wir uns dann natürlich noch. Und die Frequenzen der Busse für Transport bezüglich der Nahrung, die in die Küche kommt und so weiter und so fort. Aber okay, also ich denke, das war eine erfolgreiche Folge. Wir haben einiges hingekriegt und ich bedanke mich wieder bei euch. Nächstes Mal, wie gesagt, Gate Check, Baggage Claim, ein bisschen an den Bussen rumtweaken und eure Umsetzung des Bodens einführen. Und bis dahin, gehabt euch wohl. Das war Zigaro mit Sim Airport. Tschüss!